Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir verkaufen heute weiter Rinder. Dazu starten wir mal eine Option und verschieben uns mal die hübschen Braunen, ne? Und auf geht's wieder, ne? Die runde Farbe kennen wir schon, ne? Einmal schon gefahren. Und jetzt hat noch eine Runde. Später werde ich, wenn wir unsere Kühe entsprechend genug Nachwuchs bekommen, dann werden wir noch entsprechend da wieder aufstocken. Aber aktuell würde ich die Milchkühe behalten und nun die männlichen Tiere übergeben. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sogar männliche Tiere. Aber das ist noch nicht so eilig. Wegen 2, 3 werden wir da jetzt nicht anfangen umzustallen. Ne? Ich schaue nur dann beim nächsten Mal, wenn wir neue Kälber kriegen, im neuen Stall, dass ich da, wenn ich dann umstalle, das gleich nach A nach B umändern werde. Und sobald ich das mache, werde ich gleich mal schauen, wenn 5, ob da ein oder zwei Bullen bei sind, ich dann gleich umstallen werde. In den ersten Monaten ist das eh kein Problem bei den Tieren. Aber wenn sie in der geschlechtsreif werden, dann ist das ein bisschen ungünstig, ne? Zwecks Inzucht, ne? Wieder angekommen. Schön Frühling, Mitte Frühling. Ja, dann kommt bald die erste Ernte, ne? Also Raps blüht ja mittlerweile schon. Also das kann immer lang dauern, ne? Anführungszeichen. Oh ja da. Ja. Also ein ganz kurz vergleichen, dasselbe Sorte, männlich, kostet 2500 beim Kauf und Verkauf knapp 4,6, also man macht ungefähr ja, 2100 Gewinn. Ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie alt die, lang man die halten soll. Aber 1,6 bis 2 Jahre immer so, ne? Aber wie gesagt, im Sommer will ich das nicht warten. Sommer habe ich Arbeit, ne? Die Ernte. Mal sehen, vielleicht legen wir auch einen Schafstall zu, ne? Mal schauen. So nicht genau wo. Aber weiß ich auch nicht genau, da muss ich noch überlegen. Muss ja auch geschafft werden, die Arbeit, ne? Ja, hier in Thüringen ist alles grün. Timer läuft, Timer läuft. Aufnahme läuft, läuft. Grün. Alles grün. So gefällt mir das. Natur, Fries. Und im Mai schlagen die Bäume aus, keiner geht in den Wald, wegen der Gewalt. Ja, sagt man so, ne? Aber jetzt schlagen die Bäume schon wieder früher aus, ne? Also, ist schon eher April. Aber, ist halt so, ne? Ach, da ist er schon wieder da, unser Gärreste-Fuzzi. Ja, das klappt wenigstens, ne?
kriegen wir die Fläche noch gedüngt. Ja, günstig kann man nicht bezeichnen, wenn man so legt, was der so fahren muss, ne? Das ist ja schon Wahnsinn. Aber gut. Die Gäres ist da und stell dir mal vor, die BGH würde aufhören zu arbeiten. So. Ich habe auch noch andere Tiere da. Aber nicht viele. Schon weniger, ne? Panik. Was der Händler mit euch macht, das weiß ich nicht. Ist ja leider so, ne? Und Tiere, ja gut. Wer Milch haben will, muss auch Kälber haben. Und wer Kälber hat, muss leider die Tiere auch verwerten, in Anführungszeichen. Keiner kann die Tiere ja auf zum Spaß halten, ne? Ein großer Zoo muss ja auch bezahlt werden, sag mal so, ne? Von daher ist es, man soll die Tiere in der Zeit, wo sie gehalten werden, optimal gehalten werden, tiergerecht, artgerecht, und denen soll es gut gehen. Die sollen alles haben, sollen Platz haben, sollen gute Futter haben und vor allen Dingen sauberes Futter. Ja, und dann, wenn es zu Ende geht, ist es halt so, ne? Ich persönlich möchte nicht auf Fleisch verzichten. Nicht in Massen, aber doch hin und wieder mal doch schon, ne? Gemachter Braten völlig gut, obwohl ich auch Flügel ganz gerne mal esse, ne? Ob Huhn oder Ente, aber ganz ein bisschen zu groß. Zu Weihnachtszeit eine Ente ist schön. Jetzt wieder auch nicht mehr, jetzt ist es nicht vorbei. Muss ich mal schauen. In der Woche mal Schmorkohl. Das ist so ähnlich wie Kohlroulade, nur halt gemischt, ne? Keine Rouladen mühsam also zusammengefasselt mit Band oder mit Stöcken oder so. Das wird zu aufwendig. Aber so schön, dass ich sie dir, der bringt nicht so viel. Aber die müssen auch weg. Anführungszeichen. Nee, keine Schweine kaufen. Kann ich nicht verwerten, muss ich wieder zurückbringen. Aber, ein bisschen weniger, 4000, aber fällt fast gar nicht auf, ne? So, wenn der Anne fertig ist mit der Gärreste, mal ganz kurz gucken. Eine Karte. Dass ich gucke. Junge, du bist ja am Anfang wieder. Das ist ja Überdüngung. Das ist ja eine mittlere Katastrophe, da wäre ja noch nicht fertig. So, mal gucken. Hier. Gut, dass ich guck. Aber wir haben am Ende gar nicht aufgefallen. Weil. Nee. Das wäre was geworden. Doppelte Arbeit. Vor allen Dingen. So, der ist fertig. Da muss ich mal kurz gucken, ob wir was nacharbeiten müssen. Ich glaube nicht so viel. Das Geflügel, das geht eigentlich. Ja,
Der Hänger ist ja leer, ne? Das können wir es machen. Ansonsten mit vollen Hänger können wir nicht stehen lassen. Das wäre nicht gut. Machen wir gleich mit hier vorne. Wieder das Zurückkommando. Da können wir ja hier so hier auslassen. Dürfte schon gehen. So. Wieder mit. Wird jetzt geschafft sein. Und mal gucken, wo ein bisschen was fehlt. Da hat er gut gepuppert hier, ne? Wo der Flug zu schlecht war. Und hier müssen wir ganz kurz nacharbeiten. Hier lag er bestimmt irgendwo auf. Hier rufen wir nach rechts, dann hat er irgendwie hoffentlich einen besseren Kontakt zum. Oh, gut. Gut. Hier wirkt sich das Gelände negativ aus. Der nächste ist fertig. Dann können wir hier Soja einpflanzen. Theoretisch. Muss ein bisschen mehr nach rechts. Man hat sich kein Terraforming. Jetzt nicht zu aufwendig, das nicht, aber das wird nicht so Ende. So, dann müsste auch hier unser Rapsfeld blüht, ne? Wie schön. So. Schauen wir mal vorne die Kurve an, ob da was fehlt. Und wenn da nichts fehlt, oh, unsere Wiese, das ist schon alles grün. So, können wir das zusammenklappen und dann können wir kurz warten, das ist noch nicht so breit die Straße. Dann können wir die Fläche hier Gruppe, wo wir gerade aktuell die Gärreste ausbringen. Holt gerade neu. Parken wir hier rechts. Links, ne? Links. Und dann muss ich hier nacharbeiten. Und die Stellen, wo der jetzt Spureiser gemacht hat, ist auch ja nicht gerade lustig, ne? Weil ich möchte ja hier 200% ernten, ne? Wenn es geht, ne? Ja, was machen wir mit der Waldfläche, ne? Da kann man Platz für einen Schafstall, ne? Theoretisch, ne? Oder ein Schafstallkomplex. Aber gut. Müssten wir dann ansehen im Herbst, ne? Mit der Ernte verdienen wir ja Geld. Mit dem verdienten Geld können wir dann auf eine nötige Investition leisten. Ne? Zurzeit haben wir nicht so viel. Und müssen wir schauen. Ich werde mir dann gleich noch ein Gewicht holen für ihn hier. Der um hoch zu stehen. Haben wir vorbei. Bäume verkaufen. Ja. Müssten wir auch noch die in der Aufnahmezeche machen, ne? Vorwärts kommen, ne? Aber immer einen am aller, ne? Bäume, die rennen nicht weg. Borkenkäfer haben wir hier nicht, ne? Naja. Was noch nicht ist, kann noch werden, ne? Oh, ich glaube, so weit gehen wir es nicht, ne? Wohl, so Ben ist in der Natur. Jetzt haben wir Unkraut, Bekämpfungsmittel da, ne? Also Chemie.
Theoretisch gibt es ja auch Mittel gegen Pilze, ein Mittel gegen Insektenbefall. Gibt es ja hier zum Beispiel den Rapskäfer, ne, der schwarze. Zum Beispiel. Oder beim Mais gibt es ja auch so einen Käfer, den sie bekämpfen. Ab und zu mal. Ich habe mal gesehen, da haben sie das mit einem natürlichen Feind gemacht. Das ist eine Wespe. Und da haben sie mit einer Flugdrohne über eine Route in Styropor-Kapsel die ja, den nachkommende Wespe-Prinzip also verbreitet. Und dass die Prinzip dann im Maisfeld schlüpfen und dann entsprechend diesen Käfer angreifen. So halten die der Schaden sich in Grenzen, halt ohne Chemie. Ich meine, wenn es funktioniert, ist gut, ne? Mein Treibhaus ist ja die Sache ein bisschen einfacher. Gibt ja hier die Methode, zum Beispiel, wenn man jetzt die, also die Tomaten bestäuben will, dann lässt man da Hummelkulturen fliegen, also die direkt gezüchtet werden. Und genauso kann man das da auch so machen mit den Pilzen und so, ne? Da gibt ja hier. Da gibt es einfach nur Chemie dazu, ne? Denke ich mal, ne? Oh, hier die weiße Fliege zum Beispiel, die muss auch bekämpft werden. Da muss ja auch Tiere geben. Natürliche Feinde, sagt man so, ne? So, auf zum Nachfüllen und dann stellen wir es gleich um auf Soja. Sonst vergesse ich das irgendwie nicht, garantiert. Wir haben hier nicht so viel Auswahl an Saatgut, aber wir haben hier. Na, Rüben würde ich ja nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Rüben wäre nicht so interessant, ne? Vor allem auch die Maschinen auch nicht haben, ne? Ich glaube nicht, dass wir mit Rüben großes Geld verdienen können, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und bin gewinkt. Ciao, ciao. Jo, vielleicht hat es einmal gefallen oder nicht. Daumen hoch, Daumen runter. Ihr dürft euch entscheiden. Tschüss.